Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, im Moment geht's halt runter und drüber. Wir haben uns gerade erstmal erholt von dem Angriff im Kühlhaus. Dann kam die Insekteninvasion. Es wird noch was dauern, bis wir uns davon erholt haben. Und noch dieser EMP-Generator, den wir zerstört haben. Deswegen fehlt die Hälfte. Könnten jetzt wirklich die Bauteile gebrauchen, die wir hier in Auftrag gegeben haben. Ist Lau mittlerweile eigentlich... Oder sind die Leute verarztet worden? Geht. Naja, da wieder da ist, erstmal hier die Bots reparieren. Ich glaube, man kann die Power Shrooms nur näher zusammenbauen, wenn die noch nicht fertig platziert sind. Also wenn die in der Planung sind. Es war noch die Genbank ohne Strom. Scheiße. Komm, macht hinne. Wir brauchen euch. So, die werden erstmal ausgeschaltet. Die verbrauchen zu viel Strom. Ah, nice. Sehr gut, die Bauteile sind angekommen. Warum kommen die immer hier an? Er geht trotzdem hier lang, obwohl wir extra hier aufgemacht haben. Aber er geht den Weg zurück. Er wollte eine Runde gehen. So, dann kann Lau jetzt weiter hier die Hygiene wieder in Betrieb nehmen.
Ob dieses Ding auch vor diesen EMP-Dingern hilft und nicht nur gegen Solar Flares? Ob du danach hier den Pilz bauen kannst. Die Karawane ist endlich da. Das erste, was Nayada machen will, ein paar Kugel verschießen. Hat aber sehr viel Wut im Bauch. Oh nein, jetzt wird's auch noch zum Berserker. Toll. Naja, da will wohl allein sein wieder. Hört das normalerweise nicht auf, wenn man einen niedergestreckt hat? Naja, dann ist das halt so. Lauren! Lenk sie ab! Das wird nix. Naja, du hast alle niedergestreckt und bist nicht mal verwundet. Also wirklich. Obwohl du gegen richtig stark gegen Pascal gekämpft hast. Ja. Okay, naja, da will das wieder alleine machen. Naja, da beruhigt sich auch überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Berserker? Naja, da denkt sich, hey, ich brauche nur die Bots. Menschen sind mir egal. So, kannst du dich jetzt mal bitte beruhigen? Wenn du jetzt noch umfällst wegen unterernährt, ne, das bist du selber schuld. Das ist halt der, das finde ich halt, das ist der größte Humbug und auch das
das Dümmste im Spiel, dass wenn die durchdrehen, danach einfach an Dehydration oder Unterernährung sterben. Wenn keiner da ist, der sich um die kümmert. So, einmal bitte reparieren. 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 Hier den 600 Kilo auch noch reparieren. Und dann hier bitte einmal den Schneeball. Brauchen wirklich nichts anderes als Bots. Hier eine Lagerzone hin. Auf kritisch. Wo dann Leichen, Mechanodroiden, aber nur freundliche. Dass die immer drin gelagert werden. Hier, die beiden, die drei, die müssen auch rein. Und das hier wird auch wichtig zurückgesetzt. Okay, müssen wir Nayada jetzt wieder ein bisschen anpassen? Wir reduzieren mal die Tierpflege. Das ist nämlich jetzt gerade überhaupt nicht wichtig. Als nächstes muss der gebaut werden. Wenn der wieder ready ist, dann nehmen wir die anderen Sachen wieder in Betrieb. Naja, das ist so schnell, aber wir spielen ja auf Speedy, damit es hier vorangeht.
Wir wurden jetzt von so vielen Gegnern angegriffen. Und keiner ist gestorben oder wurde sehr schwer verletzt. Doch dann dreht Nayada durch. Und keiner überlebt. Aber dass man die Dinger immer umstellen muss. Es ist ein bisschen schade, dass er die Einstellung nicht übernimmt. Ich frage mich, warum Nayada nicht hier macht. Brauche eine Leiche? Aber du hast doch hier Leichen. Hier, benutzt auch Kolonistenleichen. Alles fürs Training. Hauptsache Nayada hat einfach 18 in Medizin. Trotz gutes Gedächtnis und schneller Lerner zu klug verliert, naja, da unheimlich schnell Punkte. Wie kann ich denn so ein Requiem machen? Auch wenn der Leichnam fehlt, wo mache ich denn das? Das Requiem. Wie kann ich denn dieses Requiem machen? Okay, die kämpfen gegeneinander. So, jetzt schnappen die sich den Loot. Ah, die ist biokodiert. Schade, die hätte ich mir gern genommen. Naja, da ist schon wieder am Durchdrehen. Ja, was halt bei Naja da fehlt, ist jetzt, wie soll ich sagen? Kann die Stimmung nicht heben, ne? Weil sie keinen hat, der sie therapieren kann. Ich kann ihr höchstens eine Gemüsesuppe aufzwängen. Aber unbeliebte Nahrung. Oh, das ist ja ärgerlich.
Okay, was haben wir denn hier? Das Insektenfleisch kommt weg. Bauteile. Stahl. Was soll der Geiz? Zahlen wir ein bisschen drauf. Okay, wie können wir die Stimmung erhöhen? Am besten wäre, wenn wir die maximalen Erwartungen erhöhen. Ein Rollenwechsel. Können wir die Rolle wieder wegnehmen? Nichts. Wird sie verärgern? Aber sie hat halt permanent den Debuff mit maximalen Erwartungen. Okay, das geht aber wieder weniger, dann wird es ja funktionieren. Müssen die Bots alle reaktivieren. Ein Schamanenhändler kam auch noch. Naja, da dreht durch. Dröhnt sich mit Rauchblatt zu. Na gut, das geht ja noch. Zum Glück kein Berserker, dann hätten wir wieder alles reparieren müssen. Na gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!